Yogindra Pita ist der Sitz des Herrn der Yogis. Matsyendra heißt auch Yogindra und so ist Yogindra Pita letztlich das gleiche wie Purna Matsyendrasana. Rafaela zeigt, wie du in Yogindra Pita kommst. Bringe den rechten Fuß zum halben Lotus, indem du den Fuß in die Hüftbeuge bringst. Bringe den linken Fuß rechts neben das Knie oder Oberschenkel. Bringe den rechten Arm links neben das Knie und dann kannst du zum Beispiel die Hände verhaken. Das ist Yogindra Pita auf der einen Seite. Rafaela wird noch die andere Seite zeigen. Ein Wort zum Ausdruck Pita. Pita heißt Sitz, heißt auch Thron. Pita ist aber in manchen Hatha-Yoga-Schriften gleich verwendet wie Asana. Auch Asana heißt ja Sitz. Und Yogindra Pita ist also das gleiche wie Yogindrasana.